Okay, da ist einer. So. Bleib stehen. Hä? Fuck. Fuck. Sobald du das Paket hast, müssen wir schleunigst von hier verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen, koste was es wolle. Also ich hab's verstanden. So. Oh ja. Ja, komm. Was? Wow. Leckt mich. Oh, warum nicht? So. Und jetzt. Ich schick dir die Koordinaten des Abholpunkts. Geh zum Strand im Südosten. Oh, hi. Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus. Südosten, okay. Jetzt aber schnell. Jemand hat unsere Beute gestohlen. Geht auf die Jagd. Nee, lass es mal. Diese Arschlöcher werden nicht aufgeben, also lass uns bloß von hier verschwinden. Okay. Mega ungeil. Tim ist am Ende auch nur scheiße. Da bist du ja. Das war ein Riesenfehler, du stinkende Hackfresse. Los, komm. Stinkende Hackfresse. Ach, da. Wo ist denn da? Ach, da.
Ja. Ach da. Das? Nein, nicht das. Steig in den Helikopter. Das mache ich sehr gerne. So. Los jetzt, los jetzt, los! Tschüss. Fuck, yeah, Tabarnak! Du hast das Paket! Ah, ah, ah. Tschüss, ihr Pisser. Geil. HMS McCubray abgeschlossen. Gelungene Expedition. Trophäe erhalten. Was mich mal interessieren würde, was ist mit Rookie aus dem geworden? Ist der jetzt auch bei New Eden? 300 Titanen, 100 Komponenten, 100 Panzertape. Das war ziemlich knapp, ne? Die Ficker haben wir erwischt. Wo ist die Curve? Okay, zurück auf normal. Eins musst du über die Highwaymen wissen. Wenn sie verjagt wurden, kommen sie immer stärker wieder zurück. Ich hab's gesehen. Also, wenn du einen Ort nochmal ausrauben willst, können wir das machen. Aber sie werden alles tun, um es uns schwerer zu machen. Oder wir gehen zu einem neuen Ort. Check das. Die Highwaymen kontrollieren die einzige Brücke, die im Südwesten noch über die Canyons führt. Sie warten darauf, dass Leute die Brücke überqueren und dann BAM! Es gibt einen Hinterhalt und sie nehmen ihnen alles ab. In Quebec nennen wir das Verfuhre. Richtige Kotzbrocken-Scheiße. Also, willst du den Plan hören? Es gibt keinen verschissenen Plan, okay? Wir nehmen sie aus, wie sie andere ausnehmen und das war's. Merci, bonsoir, Hostie. Also, sag an, zurück zu dem Kriegsschiff? Oder sollen du, ich und La Grosse Patate zu Navajo Bridge? Laquelle tu veux? So. Hallo? Navajo Bridge. Okay, wir könnten jetzt da hingehen oder wir könnten jetzt da hingehen. Ja, okay, aber das mache ich jetzt nicht. Sag einfach Bescheid, wenn du abfliegen willst. Gut. Dafür brauchen wir noch einen Spezialisten. Und wir bräuchten Rush. Okay. Dann gehe ich erstmal dahin. Ich mache jetzt noch 2-3 Orte und dann höre ich auf. Macht schon Spaß. Helferauswahl. Wie lange noch? Achso. So, Vorteile. 7 Punkte haben wir wieder, geil. Geschicklichkeit. Waffen bereit. Lade nach, während du. Nee. Gibt es nicht auch was, wo ich schneller nachladen kann? Mehr leichte Munition. Nahkampfwaffen, erste Hilfe. Da. So. Trage eine dritte Waffe, eine vierte Waffe. Erhöhten Schaden durch Schläge und Tritte. Möglich den.
Lade nach, während du. Schalte mit. Schnellzone zuletzt. Okay. Wie ein Geräusch, wenn du dich bewegst, schneller Bewegungsgeschwindigkeit überhaupt nicht schnell, okay. Schärft, mit der Überhitzung von Maschinengewehren, wenn du den Fahrzeug so mit sich von selbst. Und das heißt zu knacken, okay. Schade. Ah, da. So. Ne, das hat sich gerade angehört wie böse. So. Ne, nicht Basis da. Dann als nächstes dahin. Ach, da ist ja noch was, genau. So. Nehmen wir mal mit. Hirschsaison. Ein Vorteilspunkt. So. Auch mal kurz mit, denn jetzt können wir auch da oben hinaufklettern. Gut, gut, böse. Wolltest du was sagen, hä? So. Oh. Eine Vorratslieferung ist irgendwo. So. Zack. Nehmen wir das mal mit. Scheiß aus Papier, lecker. Überlebende Notiz. Ich habe gesehen, dass die Highwaymen hier alle zum Glücksspiel verleiten. Vor allem ihre eigenen Leute, aber auch Einheimische, die dumm genug sind. Sie behandeln Menschen wie Hunde, Hunde wie Objekte, und ich habe schon gesehen, dass sie einen getötet haben, weil er schlecht gewürfelt hat. So wie ich das sehe, verweisen die Anführer zwar manchmal auf irgendwelche Regeln. Aber ein paar ganz furchtbare Sachen fallen wohl nicht darunter. Ich spiele nicht mit denen, nur weil sie nicht aus ihren Helmen aus rauslächeln. Du wirst es bereuen. Ja. Ich glaube, da habe ich mal was gehört. Leckt mich! Klar lecken wir dich, wir lieben dich. Ah. Ah, da haben wir's. Hi.
Hier war doch noch was. Plündern. Und einmal mitnehmen. Dum, 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 dum. Zack. Da ist es dorthin. Was steht da? Achso. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann da und dann da hoch. Aber zuerst gehe ich nach da unten und das. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. So. Aber es gibt um einiges weniger Nebenmissionen, beziehungsweise bis jetzt. Ist auch eigentlich gar kein Wunder. Schade. Weil, so gesagt, was wollen die schon groß noch machen? In einer Welt, die eigentlich schon eigentlich total, so gesagt, total zerstört ist. Obwohl es eigentlich verdammt viel zu viel Grün hier gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, dass diese Explosion da passierte, aber... Die Schlange ist auch tot, ja. Hi. So. Hier ist noch irgendwo ein. Ach, da hinten, ja. So. Da. Oh, eine Notiz. Notiz des Widerstands. Es ist so dunkel und kalt. Ich würde so gern wieder die Sonne sehen. Ich hatte eine gute Arbeit, eine Familie. Ich war im Widerstand, um sie zu retten. Und wo bin ich jetzt? Ich habe mich Joseph Seed umsonst entgegengestellt. Vielleicht habe ich es nicht anders verdient. Schwierige Zeiten. Dann hör durch. Danke. Habe ich den noch erwischt? Wildschweinsaison. Zwei Vorteilspunkte. So. Ah. Wir sind mal wieder nett. Räumen ein bisschen um für unsere Freunde. Wo? Faustwaffenamateur. Oh. Drei Vorteilspunkte. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder?
6. Ich speichere jetzt aber erstmal hier drauf. Timber? 8, du hast dir den Weg freigepingelt, okay. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gemacht, was ich machen wollte, oder? Schau mal im. Ich habe sonst wirklich noch gar keinen von den Dingern gesehen. Komisch. Charakter. Ich hasse es, diesen Prestige-Dingern. Ah. Jedes Mal, okay. Was ist das? Von Blood Dragon ist das okay. Cool. Logbuch. Ah, ich kann das auch so von hier aus sagen, okay. Ah, dafür gibt's keine Belohnung? Okay. Das finde ich aber jetzt schon echt mau. Ah, dann kriege ich da jeweils 200 davon, okay. Karte. Komm. Dann mache ich jetzt da. Und dann mache ich auch wirklich Schluss. Ich habe das noch nicht mal ganz zu Ende gemacht. Timber. Weil ich noch, aber ich sag da nicht zu. Hey, ich dachte, du wärst cool. Oh, ein Hund. Oh, du spinnst. Oh, Kacke. Ah. Cool, dass es geblieben ist. Scheiße. Schon wieder neue? So. Hallo, Schlüsselfrau. Geht doch. Oh, ich bin falsch. Entschuldigung. So. Und zack. Oh. Warum ist hier wieder alles verrammelt? Ich hab doch alles entrammelt. Keine Ahnung. So. Ja, dann will ich auch wirklich mal hier einen Cut setzen. Weil das ufert sonst in was weiß ich was aus. Warte mal. Schnellreise kann ich noch nicht machen. Fuck. Komm. Dann gehe ich dahin. Hol mir jetzt ein paar Karten. Aber ich mache jetzt. Ich warte jetzt mal, bis er fertig ist. Hol mir. Genau, ich warte, bis er fertig ist. Hol mir dann die Karten. Und dann macht die Abmoderation. So. Und
So, jetzt hat. Du gehst schon deinen Weg, Herr. Da bin ich optimistisch. Oh. Da hinten ist eine Scheune, in der die Highwaymen ihre Karren anmalen. Ihr Künstler soll sich da ein schönes Vorratsversteck angelegt haben. Ich dachte, jemand, der so unternehmungslustig ist wie du, interessiert sich vielleicht dafür. Auf alle Fälle, danke. Ja, komm mal her. Ja. Ja, Timber. Hm. Du bist ein Feiner. Und du? Du bist auch ein Feiner? Ja. Ein ganz Feiner. Ich sag das jetzt lieber nicht. Das kommt sonst verdammt falsch rum. Rüber, wenn ich jetzt sage, ja, bist auch ein Feiner. Hashtag Pädophilie. Karten. Karten müssten bei Expedition sein, oder? Ich krieg nicht da hoch. Mehr so üblen Sonnenbrand wie als Kind immer. Schätze, die Ozonschicht hat sich erholt. Okay. Cartography. Ah. Alles ausgeschildert. Schön. Öffnen. Karten. Der Fehler. Ach so. Okay. Fotografie. Achso. Ah, okay. Schön, dass es das gibt. So. Okay. Aber nichts, wo ich jetzt sagen, wo ich mich jetzt ärgere. Okay, gut. Alter. Ja, wir werden ja sehr viel zu tun haben. Ja. Ah, Nikwa dürfen wir auch befreien. Sharky auch? Cool. Da kommen alle wieder zusammen. Das ist ja geil. Jerome. Alter. Schön. Hallo, Kleiner. Amina sagt, irgendwann können wir auch mal rausgehen. Dass wir draußen fangen spielen und angeln gehen und schwimmen können. Wenn die Highwaymen irgendwann weg sind. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Das weiß ich auch nicht. Woher soll ich das wissen, wie das gehen soll? Ja. Haben wir das schon gelesen? Nächste Notiz. Laufen ist das für Vollidioten. Deswegen will ich diese Werkstatt wieder hinkriegen, so schnell ich kann. Ich habe sogar schon einen Bootsschuppen unten am Fluss und ein Helipad direkt vor der Tür. Dieser schnöselige Roger kriegt sein eigenes Helipad, aber ich werde euch bald wieder fliegen. Ganz ohne Zweifel. Außerdem repariere ich mein altes Flugzeug. Ich habe jetzt alles außer den Flügeln. Ich werde bald eine Runde drehen. Wenn ich alles richtig mache, kann ich Carmina ein Flugzeug zum Geburtstag schenken. Ich kann kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen. Ich habe jetzt einfach mal versucht, so wie Nick zu klingen. Oh. Dean ist ein netter Junge. Er ist, ja, ein Spätzünder, aber ziemlich clever. Er hat sich ein Informationsgeschäft aufgebaut. Wenn du seine Leute da draußen siehst, dann sprich mit ihnen. Sie wissen, wo du hilfreiche Leute und Orte findest. Und wenn du Bean hier zu Hause unterstützt, kann er dir wertvolle Karten von Ressourcenstandorten in Hope County besorgen. Cool. Wikipedia wurde wiedergeboren. Und du bist mein Lieferstorch. Sieht einfach so cool aus. So. Ja. Da will ich auch mal sagen. Das war's jetzt erstmal, weil Far Cry New Dawn. An sich ist schon ganz cool aufgebaut, muss ich schon sagen. Es ist an sich halt verdammt still, um einiges leiser als Far Cry 5. Was mich, ja, was ich etwas blöder finde, aber naja. Was soll ich dafür nochmal? Davor habe ich noch mehr erzählt. Okay. Gut, dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt mir ein bisschen Zeit gelassen habe, viele Sachen vorgelesen habe, aber das mache ich halt.
Seid froh, dass ich nicht irgendwie A Normal Lost Phone irgendwie spiele. Weil das ist wirklich nur ein Spiel, wo man einfach nur die ganze Zeit zu, einfach nur liest. Naja. Aber an sich ist schon echt schön gemacht worden. Mit den ganzen Blumen und so weiter. Ja, und mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf alle Fälle. Sonst würde ich auch sagen, das war es jetzt ganz... Naja. Bis zum nächsten Mal. Weil... dass mein Namensvorschlag nicht genommen wurde. Haven wäre doch toll. Schnauze. Bei Far Cry New Dawn. Bis dann. Ciao. Euer Heavy Man.